eins in der Nacht. Früh ist, ja. Ja, was auch nicht, oder spät, je nachdem, wie man es halt sieht. Wasserhorn Teil 2, oder? Ja, schauen wir nochmal. Ja. Good morning. Let's go to the Matterhorn. Ja, der Hodl. So beginnt man die Tour aufs Breithorn, oder? Ja, ja, so. Man hat einen Lift, recht gut. Ja. Ist einfach praktisch. Man muss einfach einen Schuh haben, der nicht mehr so viel Profil hat, besser rutscht auf dem Matsch. Die Tour laut. Kurz vom kleinen Matterhorn. Ja. Nochmal hier. Hier ein bisschen Isolation. Bisschen Isolation. Mal Red, gucken, kalten, ob ich zu fett bin. Ich habe ja. Jetzt eine Riegel gegessen. Ich weiß nicht, ob ich noch reinkomme. Kalten Red Bull, oder? Ja, aber es geht. Es geht. Ich habe noch Glück gehabt. Also über den Ranzen bringe ich es einfach nicht. Dann lässt es so. Schaut eh geil aus. Wie so ein Bikini-Oberteil. Hallo. Schön warm hier. Kaltes östliches Breithorn. Genau. So, Unseil Action hier. Steigeisen. Wickel. Bremsknoten. Jetzt geht's da auf das östliche Breithorn. Raus. Jetzt wird es hoffentlich warm, denn meine Füße sind eiskalt. Die sind richtig kalt. Das ist halt nicht ganz der richtige Schuh für solche Berge hier. Zumindest nicht, wenn es so kalt ist wie heute. Ja, der Phantom Tech wäre schon besser. Aber wenigstens warme Handschuhe mit den Behaltsbaren. Ja, es ist eh nicht mehr weit. Und das ziehen wir noch durch. So, die letzten Meter, ein bisschen steiler und dann stehen wir hoffentlich gleich in der Sonne. Es ist etwas anstrengend hier mit den Spuren. So, jetzt haben wir schon 3.400 Meter. Rechts Monte Rosa mit Castor, Pollux, Rocianera und da der Tobi und Breithorn Ost, West und Breithorn Mittel Gipfel, den wir als erstes erklimmen jetzt. So, jetzt gehen wir auf den Mittler auf Breithorn. Das seht ihr da oben. Da geht ganz schön der Wind ab. Und dann gehen wir nachher auf den Westlichen. So, die letzten Meter zum mittleren Breithorn, da drüben das westliche, da das Matterhorn, unser Plan A heute.
dann da drüben den Blanche, Obergabelhorn, rechts den Rothorn und das Weißhorn versteckt sich hinter der Kuppe. Super Tag heute, hä? Ja, das ist richtig Bergsteigen. Richtig Berg. Richtig wie früher, mit Spuren. Und vom Tal. Am Breithorn Spuren, das muss ich erst mal schaffen, oder? Ja. Eigentlich eine Wanderung heute. Ja, ja. Wanderung mit Höhe. Ja, ein bisschen wirklich. So, schaut euch das mal an hier. Jetzt kommt noch die Sonne wieder raus. Der Max auf dem Grat. Sehr cool. So, sind wir hier am Breithorn Mittelgipfel auf 4160 Meter. Kommt der Tobi, erreicht auch gleich den Gipfel. Wunderschönes Panorama hier über zur Monte Rosa Gruppe, Duffo-Spitze dort, Nordend, Liskam, Zumsteinspitze und Signalkuppe natürlich. Castor und Pollux und da Rojanera und die Breithorn-Zwillinge. So. So Max, machst wieder schöne Fotos. Ja. Das kann man gerne mal verlinken. Instagram in der Infobox. Schaut es euch mal an. Ja, vorbeischauen lohnt sich. Es ist nicht schwierig hier schöne Fotos zu machen, wenn man dort abgeschaut. Ha? Oh ja, in Richtung, ist bombastisch. Richtung Strahlhorn, Rindfischhorn, oder? Genau, Alevinhorn. Bücherwellgruppe hinten. Weißhorn. Ja. Und Zinal Rothorn, Obergabelhorn, Dor Blanche. Und yes. Matterhorn. Yes. Und Dordera. Und unser nächstes Ziel. Westlicher. Westlicher Breithorn Gipfel. Cool. Let's go for it. Plan B gar nicht so schlecht, oder? Na, statt Matterhorn das Breithorn. Ja, genau. Ein paar Höhenmeter auch gemacht. Genau. Ja. Und schöne Fotos haben wir auch. Und dann geht's gleich klein Matterhorn und dann zurück nach Zermatt. In die Wärme. Das ist der Übergang vom mittleren auf den westlichen. Leicht verwächtet, aber ja, normales Hochtouren-Gehgelände, nicht schwierig. Und dann gehen wir jetzt gleich da oben drauf. Schön sonnig. Füße sind nach wie vor eiskalt. Champagner, oder? Kleines Training und noch 2-4000 mitgenommen, oder? Ist ja. Gar nicht so schlecht. Und sogar noch gespurt. Ja. Wir melden uns dann später zurück, weil hier ist es sauwindig und saukalt. Also, jetzt kommt es. Oh, hier ist Sauna. Super, windstill. Wunderschön. Aber der Blick, lauf mal vorbei. Ein Traum. Nur für die Aufnahme. Ey, das ist so ein schöner Blick, Leute. Schaut euch das mal an. Ein Träumchen. Die Uhr sagt 23 Kilometer bis Breithorn. Das kann man sich auch ersparen. Deutlich. Man kann auch nach einem Kilometer schon hier stehen. Das machen nur die, die es wirklich wissen wollen. Ne? Nacht um drei irgendeine eisige Skipiste aufgelaufen. Das ist wirklich so eine der schönsten Wanderungen, die ich je unternommen habe. Also, muss ich echt sagen. So, liebe Zuschauer, es ist jetzt
halb zehn etwa. Wir trinken hier unsere veredelten Flüssigkeitsreserven aus. Wir haben zu wenig getrunken heute. Und ja, jetzt packen wir alles zusammen und gehen. Hier sind wir im Sommerskigebiet vom kleinen Matterhorn. Es ist natürlich viel Betrieb jetzt Richtung Breithorn. Es ist schon viel los. Einige Bergführer unterwegs, ein Tourengeher unterwegs. Genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt gemacht 25, 26 Kilometer. 2800 Höhenmeter Aufstieg und 660 Höhenmeter Abstieg und wir sind ungefähr auf 3,8 hier. Also für Akklimatisierung und Fitness war das ja echt, muss man sagen, eine gute Tour. Fürs Grundlagentraining auf jeden Fall empfehlenswert, aber man muss sich natürlich schon fragen, ob man über Schotter und Skipisten auf den Berg laufen muss, wie man mit der Bahn da hinten innerhalb von 45 Minuten erreichen kann. Man muss ja sagen, unser Plan A war ja eigentlich da drüben. Das Matterhorn, aber das hat zu viel Neuschnee gekriegt. Aber ganz lustig eigentlich, dass wir Andreas Steindl noch heute mit Kunden, mit Gästen getroffen haben hier. Ja. Und das ist ja der Rekordhalter vom Matterhorn, zumindest von Zermatt, hoch und runter. Exakt. Also, dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Genau. Bis zum nächsten Mal. So. Rein in die warme Stube. Unbedingt. So. Mittlerer und westlicher Breithorngipfel. Ich muss einfach vorne ans Fenster gehen. Ja. So, Blick aufs Weißhorn. So, zurück im Tal unten bei plus 20 Grad. Angenehm. Ja, Zehen sind auch wieder aufgetaut. Jetzt geht's zurück nach Tesch und da melden wir uns später nochmal bei euch. Also Fazit von der Tour heute. Geplant war Matterhorn Höndigrad, Versuch Nummer 2. Dann haben wir gesehen auf dem Foto, dass zu viel Schnee drin liegt. Dann haben wir umgeswitcht. Breithorn, Mittelgipfel, Westgipfel. War eigentlich ziemlich cool, war lang, oder? Also 25 Kilometer, 2800 Anstieg. Möchtest du noch was sagen zu der Tour? Ja, einfach relativ lang. Aber wenn man mal oben ist, ist es szenisch sehr schön. Aber ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man mit der Bahn auffährt und dann die halbe Breitenüberschreitung macht. Also man muss das jetzt nicht vom Tal machen. Ja, genau. Es gilt halt, einer der leichteren 4000er ist halt vergletschert. Und man sollte halt alles dabei haben und auch wissen, wie man damit umgeht, Gletscherausrüstung und auch spaltentechnisch, solo, ja, kann man jetzt drüber streiten. Genau, ganz wichtig, schaut mal bitte beim Max hier bei YouTube rein, das kommt gleich alles in der Endkarte und auch mal beim Instagram. Der hat nämlich zwischendurch immer wieder richtig schöne Fotos geschossen und ist wirklich ein Genuss, schaut mal vorbei, lohnt sich. Und euch einen guten Sommer und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao miteinander.